Hallo liebe Grillfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal und heute geht es mal wieder um die Reinigung vom Bernhard Big Fred Deluxe und heute wollen wir mal das Edelstahl reinigen und dazu habe ich hier einen ganz besonderen Reiniger herausgesucht und zwar den Weber Stainless Steel Cleaner. Das ist ein ganz spezieller Reiniger hier für Edelstahlgrills und den wollen wir heute mal testen anhand vom Bernhard Big Fred Deluxe. Wenn ihr also daran Interesse haben solltet, bleibt unbedingt dran und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich wieder und fangen dann direkt mit der Reinigung an. Also was haben wir jetzt hier vor uns stehen? Wir haben hier wie immer den Bernhard Big Fred Deluxe Gasgrill, der hier schon in zahlreichen meiner Videos vorgekommen ist und der auch hier wirklich eine sehr schöne und gute Bewertung dann auch abgegeben hat und auch hier wirklich mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten kann. Und der ist beinahe komplett aus Edelstahl gefertigt und das für einen Preis, der hier wirklich seinesgleichen sucht. Für ca. 699 Euro bekommt ihr hier wirklich einen erstklassigen Edelstahlgrill, der hier sehr viele tolle Eigenschaften hat, wie ein Infrarot-Keramikbrenner, tolle Seitenablagen mit einem Food-Container und auch einen Seitenkocher. Ich werde den Grill selbstverständlich unten in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr daran Interesse haben solltet, klickt mal jetzt den Link an. Da kommt ihr direkt zur Hersteller-Website, dann könnt ihr euch den Bernhard Big Fred Deluxe euch jetzt auch nochmal parallel zum Video anschauen. Diesen Grill werden wir also heute reinigen mit dem Weber Stainless Steel Cleaner. Das ist auch ein ganz spezieller Reiniger für Edelstahlgrills, der im Grunde dafür sorgt, dass hier diese ganzen Fingerabdrücke und Verunreinigungen dann praktisch entfernt werden können und das wollen wir jetzt gleich mal hier oben direkt mal testen auf der Grillhaube und dann mal schauen, wie das erste Ergebnis davon aussieht. Wir können den Grill jetzt hier auf zwei verschiedene Wege reinigen und zwar einmal hier mit so einem ganz normalen Küchentuch. Falls ihr das da haben solltet, reicht eigentlich auch völlig aus oder ihr habt natürlich hier ja so ein Mikrofasertuch, was auch hier immer sehr geschickt ist. Auch damit könnt ihr das wirklich erstklassig reinigen. Wir werden jetzt mal hier kurz ein bisschen von dem Spray auftragen und mal schauen, wie sich hier das reinigen lässt und wie dann auch hier das Endergebnis davon aussieht. Noch eines vorweg, ich werde euch natürlich auch hier den Weber Stainless Steel Cleaner unten in der Videobeschreibung verlinken. Falls ihr also daran Interesse haben solltet, schaut mal unten in die Videobeschreibung rein, klickt mal jetzt den Link an und dann könnt ihr euch den jetzt auch hier ganz einfach auf Amazon bestellen und das zu einem verhältnismäßig guten Preis. Also, jetzt verwenden wir den mal kurz. Zuallererst müsst ihr mal hier diese Sicherheitsklappe wegmachen. Geht ganz einfach, geht ganz schnell. Und dann habt ihr praktisch hier ja so einen kleinen Griff, so einen kleinen Druckgriff. Da könnt ihr drauf drücken und dann wird im Grunde hier das Mittel hier direkt auf den Grill aufgetragen. Das könnt ihr schon hier sehen, wir haben hier überall Schlieren dran, auch teilweise ein paar Verunreinigungen gerade am Rand. Und die wollen wir jetzt mal beseitigen. Auch hier könnt ihr schon sehen, haben wir ein paar Fingerabdrücke drauf. Und wir gucken mal, wie das jetzt hier praktisch aussieht, wenn wir hier diesen Reiniger auftragen. So, ich nehme dazu ein ganz normales Küchentuch und dann wollen wir mal schauen, wie das praktisch hier aussieht. Ich gehe mal ganz so einfach drüber. Da müsst ihr auch nicht allzu viel auftragen. Es reicht eigentlich auch völlig aus, wenn ihr das praktisch hier in geringen Mengen macht. Also da könnt ihr schon sehen, das glänzt jetzt richtig schön. Auch hier sind die ganzen Schlieren weg. Und ich würde sagen, ich mache das mal hier direkt am ganzen Oberkorpus, damit ihr mal sehen könnt, wie das ja das Nachergebnis dann nach dem Reinigen aussieht. So, das kann sich doch schon mal gut sehen lassen. Jetzt könnt ihr hier nochmal mit dem Mikrofasertuch das vielleicht noch trocken reiben. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal unten weiter und gehe auch hier nochmal kurz sämtliche Bestandteile durch und probiere die hier mal mit dem Reiniger dann auch nochmal zu reinigen. Diesmal machen wir das mal mit dem Mikrofasertuch. Auch hier sprühen wir das mal so kurz ein. So, da gehen wir noch zu guter Letzt mal kurz hier unten auf die Türen drauf. Auch die sind stark verunreinigt und auch hier testen wir das mal kurz, wie das hier praktisch danach aussieht. Also das Ergebnis kann sich doch schon mal sehen lassen, sieht doch schon mal deutlich besser aus wie davor. Und wenn ihr jetzt ganz starke Verschmutzungen habt, dann solltet ihr unbedingt das Spray mal für 30 Sekunden circa einwirken lassen.
wie es auch hier direkt auf der Verpackung bzw. auf der Flasche draufsteht. Und dann könnt ihr das praktisch danach wieder abwischen mit einem Mikrofasertuch. Also jetzt konntet ihr praktisch sehen, wie das hier praktisch gereinigt wird mit dem Weber Stainless Steel Cleaner, der praktisch hier ideal für solche Edelstahlgrills geeignet ist. Und das Ergebnis kann sich auch hier definitiv sehen lassen. Also, das soll es nur gewesen sein zu diesem kleinen, aber feinen Video. Falls ihr also Interesse habt an diesem Cleaner und an diesem Grill, ich werde euch beide Produkte unten in der Videobeschreibung mal verlinken. Schaut mal rein, klickt mir jetzt auf die Links drauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also bis bald.